zusammen mit Asklepios Willkommenszentrum Hamburg. Wir unterstützen unsere internationalen Pflegekräfte für alle Asklepios Kliniken in Hamburg. Wir freuen uns, heute einmal vorstellen zu dürfen. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefanie Ludwig. Ich leite hier die Abteilung Integration und das Asklepios Willkommenszentrum Hamburg. Internationale Pflegekräfte gab es in Deutschland schon seit Jahrzehnten, aber so langsam im Laufe der Jahre hat sich das Thema einfach intensiviert und wir haben festgestellt, die internationalen Pflegekräfte, die in den Hamburger Kliniken arbeiten, speziell in Asklepios Kliniken Hamburg, brauchen mehr Unterstützung, um hier wirklich anzukommen in Hamburg und auch die Integration in die Teams voranzutreiben. Was bieten wir? Wir bieten insgesamt 32 Wohnungen in Kliniknähe. Zur Untermiete unterstützen wir bei Visaangelegenheiten, Behördengängen. Die Integration hat uns viel geholfen. Diese Visa-Termin, wir haben schon lange gewartet, aber von Integration hat sie geholfen, dass es in einer Woche schon geklappt mit Termine und alles. Und danach, zwei, drei Monate später, mein Kind da in Deutschland wieder. Am Anfang, ich finde es schwer, so ein bisschen, dass ich mache alle alleine. Was gut ist, es gibt ein Integrationsteam hier in Asklepios. Dann sofort habe ich das Integrationsteam informiert, dass ich meine Familie hier nach Deutschland abholen möchte. Wir haben das Verfahren im März 2021 angefangen und zum Glück sind meine Frau und Sohn Ende Mai in Hamburg angekommen. Das Team hat mir auch geholfen, eine Schule für meinen Sohn zu finden. Ja, hallo, ich bin Sabine Pillau. Ich bin hier in der Abteilung Integration für die Sprache zuständig. Ich habe ganz viele kleine Gruppen und der Anfang der Stunde ist immer so, dass wir individuelle Fragen klären, weil natürlich es wichtig ist, dass die Leute auch das verstehen, was auf der Station direkt gesprochen wird und die Fragen beantwortet bekommen, wenn sie ihre Kollegen mal nicht verstehen. Und dann machen wir immer ein bisschen Umgangssprache, weil auch das für die meisten eine ziemlich große Herausforderung ist. Und kümmern uns danach um einzelne pflegerische Themen und üben Dialoge, zum Beispiel zum Thema Körperpflege oder Infusionen legen oder solche Geschichten. Meine Deutschlehrerin, Frau Pinau, ist immer für mich da. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann sie mir es im Unterricht erklären. Ich habe dreimal pro Woche den deutschen Unterricht, zweimal in einer Kleingruppe. Es geht um Medizinunterricht, um Situationen im Krankenhaus, um Fachsprache und so. Und einmal wöchentlich habe ich den Unterricht in einer großen Gruppe. Dort lernen wir über Situationen in Lebenssituationen in Deutschland, über wichtige Dokumentationen, Alltagssprache. Ich habe eigentlich auch Deutschunterricht erstmal für zwei Monate, einmal in der Woche und dann momentan, ich habe zweimal pro Woche Deutschunterricht. Also mit Frau Pinau. Hi, mein Name ist Stefan Buchholz. Ich arbeite in der Asklepios Klinik Nord als Integrationsbeauftragter und ich kümmere mich um die internationalen Kollegen in Anerkennung. Wir machen Praxisanleitungen mit den Kollegen auf den Stationen, das heißt, wir machen praktische Trainings, wir machen Übungen, Simulationen im Skills Lab mit einer Übungspuppe und bereiten damit auf die praktischen Prüfungen vor. Die Praxisanleitung machen wir mindestens einmal auf Station und zusätzlich einmal pro Monat Gruppenanleitung oder auch fachpraktischen Unterricht. Ich hatte jede Woche einmal die Schule für die Anerkennung und jeden Monat mindestens einmal Praxisanleitung. Und zwei Tage vor der Prüfung hatten wir einen Termin in Hauskura. Wir konnten uns mit der Hilfe unserer Praxisanleiter vorbereiten und wir konnten einfach unsere Prüfung bestehen. Inzwischen habe ich Praxisanleitungen gehabt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vor der Prüfung hatte ich mehrmals gehabt und das hat mir viel geholfen wegen meiner Prüfung. Asklepios ist ein ganz tolles Thema.
zwei oder dreimal. Wir haben Praxisanleitung gemacht in meiner Station und ich bin ganz vorbereitet für meine Prüfung. Im November habe ich meine Prüfung bestanden und jetzt bekomme ich meine Urkunde. Hallo, ich bin John McKillard von den Philippinen. Ich arbeite bei der Abteilung Integration hier an der Asklepios Klinik Nord Heidelberg. Ich organisiere Workshops für unsere internationalen Pflegekräfte und auch für die Stationsleitungen über das Thema Integration, interkulturelle Kompetenz und auch Kommunikation. Eine von meinen Aufgaben ist Wohnungssuche. Ich unterstütze unsere internationalen Pflegekräfte, um eine Wohnung hier in Hamburg zu finden. Wir begleiten unsere Pflegekräfte bei Besichtigungen und wir helfen auch ihnen beim Umzug. Seit November habe ich eigene Wohnung. Ich lebe in Fuhlsbuttel. Integrationsabteilung unterstützt mir viel, auch beim Kaution. Die Integrationsabteilung hat mir so viel geholfen. Erste Punkt, Gebäude suchen und umziehen, anmelden und so weiter. Während der Pandemie, der erste Lockdown, die Abteilung hat ein Infotreffen online organisiert und dort habe ich Gelegenheit, um meine Kollegen kennenzulernen. Workshops sind haben verschiedene Themen. Wir haben gesprochen, wie man richtig hier ankommen kann, was man beachten muss oder was man, also es ist wirklich ein ganz anderes Land, als wo wir gekommen sind. Und deswegen müssen wir langsam lernen, was wichtig ist. Und das haben wir besprochen. Ich bin so dankbar, dass ich es nicht mit Worten beschreiben kann. Die richtigen Leute am richtigen Ort, das Integrationsteam. Ich bin wirklich froh, dass wir ein Integrationsteam hier in Nord-Heidelberg haben. Und das Team spielt eine große Rolle im Leben aller ausländischen Mitarbeiter. Persönlich bin ich für immer dankbar für die Hilfe, die das Team mir gegeben hat. Meine Familie sind im Iran, aber habe ich in Abteilung Integration in Asklepios Klinik Nord. Tolle Familien und große Familien und nette Familien. Wenn Sie Ihre Träume in Wirklichkeit erledigen möchten, dann kommen Sie hier bei uns, bei Asklepios. Und immer lieb, Sie sind immer da für uns und ich bedanke mich. Ich musste sagen, dass ich bin überglücklich, dass ich hier in Asklepios arbeite und ich bin dankbar so viel, dass meine Kollegen und die Management bei Asklepios unterstützen mir gerne. Integration ist besonders wichtig für unsere internationalen Pflegekräfte und Integration ist keine Einbahnstraße. Integration muss von beiden Seiten ausgehen, einmal von den internationalen Pflegekräften aus, aber auch von uns deutschen Pflegekräften oder auch nicht nur Pflegekräften, sondern das ganze Team, wo alle Therapeuten dazuzählen, inklusive auch der Ärzte. Integration bedeutet nicht, dass sich die internationalen Pflegekräfte nur uns Deutschen anpassen müssen, sondern Integration bedeutet auch, dass wir uns neugierig machen auf die verschiedenen Kulturen, auf die verschiedenen Ansichtsweisen, die internationalen Pflegekräfte mitbringen und auch auf die verschiedenen Pflegeaspekte, die sie mitbringen. Und ich kann nur sagen, kommen Sie zu uns, unterstützen Sie unser multiprofessionelles internationales Team. Wir freuen uns über jede Bewerbung.